Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das Bild habe ich gerade gemacht mit der Goldfolie und dabei habe ich eine neue Idee bekommen. Das hat mich selber inspiriert und ja, jetzt möchte ich noch mal was mit der Goldfolie machen. Ja, so viel Schokolade gegessen. Das kannst du jetzt auch beruhigt tun und das Goldpapier, das brauchen wir nämlich davon. Dem Video jetzt viel Spaß. Ich habe jetzt also so eine vage Idee im Kopf und ja, da freue ich mich jetzt total drauf. Also ich habe mich selber inspirieren lassen und lege die Blätter jetzt hier mal so hin. So soll meine Bildaufteilung heute werden. Jetzt nehme ich wieder meinen Kleber, also genau das, was du schon kennst aus dem letzten Video. Trag den wieder auf, also alles genau das gleiche, das kennst du auch schon aus mehreren Videos. Ich zeige dir das jetzt aber trotzdem nochmal genau. Ja, auch in meinem Buch habe ich das ja reingeschrieben, da hast du es bestimmt auch schon gelesen. Wenn der Kleber jetzt verteilt ist, lege ich einfach die Folie drauf. Ich lege sie erstmal nur so vorsichtig hin. Jetzt kann ich sie auch nochmal wieder abnehmen, wenn ich möchte. Ja, und dann drücke ich sie so ran, eine nach dem anderen. Ich kann ja auch einfach die Kante abreißen und dann an der anderen Stelle wieder raufziehen. Und nochmal etwas mit Kleber. Danach kleben. Hier sind so lose kleine Stellen noch. Da gebe ich jetzt einfach gleich die Acrylfarbe drunter und klebe das damit fest und dann hält das auch. Ja, und es ist alles genau so wie beim letzten Video, weil ja, da hatte ich in dem Video ja voll die Inspiration gehabt und hätte am liebsten gleich so weitergearbeitet. Aber das wollte ich ja für euch für Ostern machen und deshalb habe ich mich da ja bemüht. Sag ich mal, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, ich habe eine vage Vorstellung, wie ich schon gesagt habe. Ich möchte halt das Gold hier in dem goldenen Schnitt sichtbar haben und der Rest wird sich ergeben. Also ich will ein bisschen nasser arbeiten, vielleicht auch ein bisschen mit Spachtelmasse. Ich schaue da gleich mal. Ich möchte auch wieder die Grüntöne haben. Bei dem Gold benutze ich ja gerne Grün und Türkis. Oh, das finde ich total schön. Das gefällt mir. Es leuchtet. Ja, und dann muss ich es gleich einmal trocknen lassen. Und damit trockne ich auch die Folie, also einmal jetzt gedulden. Es sieht so gut aus. Wow, was? So laut draußen. Mein Gott, komm mal mit. Es schüttet. Mein Gott, und ich bin mit dem Fahrrad. Hoffentlich jetzt wieder auf.
Ja, es ist sehr laut gerade. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Okay, aber jetzt konzentriere ich mich wieder auf mein schönes Bild. Ja, ich habe hier eine Paste und die gebe ich jetzt hier rauf und damit gehst du auf Nummer sicher quasi, dass die Folie auch wirklich klebt, da drunter an den Kanten. Aber bei mir wird sie es jetzt so oder so tun. Aber ich möchte nämlich hier noch so ein bisschen Struktur haben und dann nachher die Farbe reinlaufen lassen. Also ich will jetzt hier mir so Riefen schaffen und dann soll die Farbe nachher da reinlaufen. Das sind doch schon wieder so Highlights, die motivieren, weil das einfach so schön aussieht, wenn ich jetzt die Paste hier so runterziehe. Das gefällt mir, das finde ich total schön. Lasse ich die Farbe da reinlaufen in die Tiefen. Also die ist jetzt ein bisschen flüssiger. Ich färbe das Ganze ein und du siehst halt schon, was passiert.
Das gefällt mir so gut. Ich lasse das letzte Finger weg. Ich muss mir manchmal selber auf die Finger hauen. Das war es schon. Es geht eigentlich recht zügig, bis auf das man eben immer warten muss, dass es trocknet zwischendurch. Und jetzt kann ich es aber auch so stehen lassen und so abtrocknen lassen. Und dabei entstehen jetzt natürlich nochmal wieder neue Farbtöne. Und es ist für mich wie Urlaub. Ich gucke aufs goldene Meer und ich liebe diese grünen Töne und diese Sandtöne, diese nassen Strandfarben. Und hier, guck mal, wie schön das perlt. Das sind tolle Effekte, die über das Wasser eben geschehen. Also mal wieder ganz, ganz einfach. Ich hoffe, du greifst jetzt auch zu deinen Farben. Vielleicht hast du Schokoladenpapier da von Ostern noch, ein bisschen Goldpapier. Oder du nimmst die Rettungsschutzdecke. Du kannst auch Blattgold verwenden. Also ganz alles, was du da hast, das nimm einfach. Ja, dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, eine ganz schöne Zeit für dich und ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Danke für dein Like, danke für dein Abo. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auf deinen Kommentar. Für alle die, die das Buch haben, ich habe natürlich auch mit reingeschrieben, wie man die Folie klebt. Auch ja, einiges zu Strukturen, Strukturen betonen, aber interessant finde ich heute auch für dich das Thema auf Seite 16, die Bildaufteilung in Bereiche und natürlich auch die Bildaufteilung in die Ebenen. Also da schau doch nochmal rein. Ganz viel Spaß damit. Vielen, vielen Dank für deine lieben Rückmeldungen auch zu dem Buch. Ich freue mich so sehr und hätte das natürlich auch überhaupt nicht für möglich gehalten, dass das so gut ankommt. Ich danke dir aus tiefstem Herzen. Vielen, vielen Dank.